jetzt eh noch mehr Abdeckung irgendwie, deswegen. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach mal da die Fahrzeuge aufdecken für mich selber, ja. Liebe Damen, ihr habt gehört, Corny ist wieder frei. Ja, das ist... Ich habe mich selbst befreit. Also das heißt, Erik, das heißt, du brauchst dich nicht mehr irgendwie stressen, ich bin frei. Okay. Ich habe die Haftstrafe abgesessen. Haftstrafe. So, jetzt hat es gerade wieder gehängt, das Spiel. Und ich fahr jetzt da, ich mache jetzt nicht mehr den gleichen Fehler und fahre wieder an die gleiche Stelle. Dann schreibe ich wieder ganz laut Erik Hüfner. Und er kommt nicht. Ey. Ich bin so am Verzweifeln. Aber den anderen, den habe ich leider ein wenig versenkt. Der weiß ich nicht. Den kleinen Jeep braucht man denn nur oder? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, der Jeep ist uninteressant, den braucht man nicht mehr. Deswegen lässt man einfach da mal in Morast für Rotten veröden, keine Ahnung. Verschrotten einfach irgendwas. Das macht mich nervös, das die ganze Zeit klingelt dieses verfluchte Facebook. Ja, mach's doch aus. Am Handy. Das Handy liegt so 5 Meter entfernt und deswegen, lass der mal. Vielleicht ist dir was Wichtiges. Was gibt es denn Wichtigeres als aufnehmen? Essen, trinken, schlafen, pennen, arbeiten, abgesehen von den Sachen. Und erinnere mich nicht ans Arbeiten, ich muss morgen schon wieder um 4 Uhr aufstehen. Lässt du mich mal vorbei, Erik? Ja, warte. Nein, an den Straßenrand. Der wird was dazu sagen, ich bin zu blöd zum Fahren. Ja, wie Küfer. Warte, ich muss erstmal den Kaki aus dem Weg bekommen. Das wäre gut. Weißt du, was ich jetzt mache, Erik? Befreie das zweite Fahrzeug und zieh das erste Fahrzeug damit aus, damit das zweite Fahrzeug wieder auszieht. Ja, gut. Plan startet jetzt. Da ist mir fortgeschritten. Schalten. Ich glaube, das Fahrzeug, das ist irgendwie... Das hat 247 Prozent Schaden von 300 und ja. Schaut dann immer so frisch aus. Gehst du auf Erkundungstour zwischen den Bäumen, Erik? Ja. Nein, ich versuche auch auf der Straße lang zu fahren. So ist gut, ja, ja. Und jetzt wieder andersrum einschlagen, rückwärts, dann kommt. Na gut, ich fahr weiter. Ja, 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 na, stopp. Gleich brennt das Ding nämlich auch. Dann haben wir leider keinen Jeep mehr von mir. Ich glaub, bist du immer noch mit dem Jeep unterwegs? Na, ich meine, ich habe jetzt 2 Fahrzeuge versenkt. Oh. Ja, beziehungsweise dein Jeep, der ist ja schon in die Tisch, deswegen. Den mache ich jetzt nur richtig schön kaputt, dann kann ich wenigstens sagen, ich habe ein Fahrzeug zerstört. Ich meine, da kommt man eh nicht mehr aus mit dem Jeep. So, und jetzt bin ich doch endlich wieder auf meiner Strecke, die ich kenne. Die andere war ja auch gut, du warst ja kurz fast vom Ziel. Ja, ja. Danke, dass du mich dran erinnerst. Bitteschön. Ich bin jetzt aber auch gleich hinter dir mit dem Ecken. Das ist schön, für den Fluss nehme ich gleich. Dann, dann spielen wir mal auch einen Konvoi im Spin Tires. Dann sind wir nämlich zu dritt. Ja, das ist die Karte der Hügel. Da ist sinnvoll, wenn ein Tankwagen und ein Reparaturwagen mit dabei ist, ein Dicker. 5% Schaden nur, 4% Schaden nur, 3% Schaden nur, 2%. Ist vorne durch die Büsche gefahren. Fahrzeug zerstört! Ja, ja, genau, durch die Büsche. Ja. Und die kannst du in den Bergstück nehmen. Muss ich das Fahrzeug dann quasi auseinanderbauen, in meinen Rucksack stecken und dann zur Werkstatt bringen? ja, weil wie soll ich das sonst retten? Du klickst einfach die Werkstatt an.
Ich habe nur bis jetzt eine freigeschaltet. Dann gehst du zu dieser Werkstatt, die freigeschaltet ist. Das ist die oben links, wo wir angefangen haben. Tix, du weißt es ja schon, wie ich freigeschaltet habe. Tix, super. Wo muss ich denn jetzt lang? Wie war da? Ja, da ist bin doch richtig. So. Ja, wie gesagt, wenn der Erik jetzt da extra runterfährt zu mir und mir da unten hilft, was er anscheinend eh nicht tut. Das so, kann er mit dem Wagen, den er dabei hat, sowieso nicht. Kacke. Ich bin der Einzige, der was da unten ist und du lässt mich da qualvoll sterben da unten. Ja, ich kann schlecht, ich bin mit Holz unterwegs. Da, nicht da in dem... Würde dir ja gerne helfen können. Aber nicht, du brauchst mir nicht helfen, die das ich ist. Mach schon Platz, Moment. Was steht mir dann beide noch fest? Philipp, wie war das nochmal? An diesem Steinhügel rechts vorbei oder... Dann komme ich auf den Fluss oder doch lieber wenn links? Wenn du da rechts fährst, kommst du unten an die Küste. Ja, ja, eben. Genau, und wenn du links fährst, kommst du den Weg, den wir gefahren sind. Eben. Dann fahre ich lieber den, ne? Durch den, weil im Fluss bleiben wir doch wieder stecken. Oder? Du meinst, an der Küste bleiben wir stecken? Ja, ich zumindest. Ja. Ich weiß jetzt nicht, welchen großen du dabei hast, dass du mich da rausziehen... D. Den D. Den Doppelachser vorne. Ja. Ja, welchen soll ich denn fahren, welchen Weg? Ja, aus, mir ist das egal. Peinlich. Gut, mir dann fahre ich durch den Fluss. Es ist mir so peinlich. 5 Meter von der Werkstatt, bin ich verregt. Zerstöre die Bäume. Also U-Boot spiele ich hier noch nicht, das machen wir, wenn die Karte freigeschaltet ist. Handbremse, jetzt müssen wir mal gucken. Sag mal, seid ihr da entlang gefahren? Da oben entlang, das ist ja Todesstrecken. Ach, Philipp ist schon hinter mir. Nee, das geht, Conny. Ja. Hängst du schon fest? Nein, ich fahre mich jetzt fest, so wie ich mich kenne. Mal gucken, ob ich dir vorbei erstmal komme. Didi, du bist jetzt wieder nicht der Einzige. Ich hab's auch wieder geschafft, ich steck wieder fest. Ja, sag mal, lass du mir bitte das F-Vektor? Danke. Ja, da haben wir's. Komm da nicht hoch. Also. Ab zur Seite. Didi kommt den Berg nicht hoch. Genauso wie aufpassen, sonst kipp ich hier gleich noch. Hängst du dich dran? Moment. Oh. Das ist so peinlich für mich. Das ist, sagt mir wieder, dass ich überhaupt keine Ahnung von Simulationen habe. Erstmal ein Stück zurückkommen hier, sonst hänge ich nicht gerade bei dir dran, dann kippe ich um, ne? Wo willst du hin? Wollt ihr eigentlich hier rüberziehen? Ja, wenn dann vom Führerhaus, ne? Warte, ich komme, hab da noch so einen dicken Brocken vor mir. Ja, wir können es ja mal versuchen, aber der dicke Stein da macht mir etwas Kopfzerbrechen. Ja, der liegt genau vor dir, ich sehe es ja. Greenpeace, unsere Freunde. Wir setzen uns echt immer nur Bäume. Okay, dann schick mir mal was. Echt, jetzt gib ich's auf, ich steck schon wieder fest. Kann's jetzt nicht sein. 5 Meter wieder von der Werkstatt weg, steck wieder fest. So, Windenangebot angenommen. Der Erik, wo ist der? Hilfst mir du jetzt da unten? Ja, ich muss mich zur Werkstatt retten. Ja, dann los mir auch dort raus, ich lass mich dort abschleppen. Das geht nicht, ne? Nee. Was, wenn ich die mit der Winde dich immer so ein kleines Stückchen... Ja. Ist es No Collision Zone? Ja, oder? Ja, ist No Collision hier. Ja.
Was war denn der Erik da für ein Aufbau, bitte? Was ist denn das? Den Tank und Reparatur. In einem. Du bist der ADAC oder was? Ja, bin der ADAC. Simulator, ja. Ja, sowas gibt's auch, ja. Warte mal. Kannst du die mal kurz losmachen? Ich fahre mal ein bisschen weiter vor. Ist besser, ja. Dass ich so jetzt nämlich... Schütze die für dich. Ich hab's wieder hier durch versucht. Ich wäre doch besser weiter durchs Wasser gefahren. Okay. Sag mal, wer schüttet jetzt die Verdeckung frei? Erik, machst das du schnell? Na? Die Verdeckung freischalten. Ja. Wollte ich jetzt noch machen. Millimeter für Millimeter fräsen wir uns hier durch. Echt. Und jetzt kommt der Korne und macht alles kaputt. Nein. Ja, nee, ich fahre schon wieder so, dass ich da gleich wieder stecken bleib. Vor allem so. Hey, da ist mein Jeep. Vielleicht nimmst du mal wieder... Ja, das geht, das geht. Ich habe meinen Erik gewängelt, aber der fährt mir zu langsam. Mit der Winde geht's besser, als wenn du ziehst. Oder? Ja, ich glaube auch. Sag mal Stopp. Ja, Stopp. Erik, du schaffst das. Okay. Boah! Darf nur nicht stehen bleiben, dann schaffe ich das. Ich muss mir Mut machen. Oh, Eieiei. Ich frage jetzt immer nicht, was da gerade passiert ist, weil dann hast du wieder... Schaut sich so. Es ist alles okay, es ist alles wunderbar. Achso, ist so... Wir drehen keinen Porno. Wir drehen kein Porno. Willst du zur Werkstatt zurück oder also soll ich falls die Livestream-Zuschauer jetzt am Porno erwartet haben, nein, wir brauchen ja das Holz, also ich bin wieder bei der Werkstatt. Und wir schneiden es nicht raus. Wie viel schaut denn gerade aktuell zu? Das ist wie der Frenkel, der will im Livestream immer alles rausschneiden. Nein, ich schneide es natürlich nicht raus. Aber wenn das jetzt hier schief läuft, dann schneide ich zumindest das eine Mal raus. Ich habe die andere letzte Verdeckung habe ich aber aufgemacht. Ja. Nee, das mit dem Fluss sparen wir uns. Ich fahre dann hinterher doch lieber. Am besten eigentlich so, wie wir eben am ersten Mal gefahren sind. Ja, der Weg dann ist eigentlich super. Gib Gas, Erik. Warte. Da ist dieses Werkstück gesetzt. Die kleine Sacknase, die Schiere. Also ohne Holz kommst du da ja gut so durch, aber mit? Ja, man kommt ohne auch nicht durch. Nein, da wo ich jetzt gerade war. Wo bist denn du gerade? Da war... Achso, da, ja. Ja, ich war gerade am Fluss da oben. Ja, da fahre ich nämlich auch gerade. Ich fahre dann da, die links die Straßen, da habe ich da zu die zwei Fahrzeuge, die was man unbedingt freischalten muss. Ich mach mal den... Grad etwas leiser, falls ich das hier noch machen kann. Ich glaube, ich habe dann sowieso zu leise, muss ich nicht lauter stimmen, meine Güte. Sind wir zu laut oder wie? Nein, das Spiel ist ein bisschen... Ja, das musst du ziemlich weit zurückschrauben, ja, das stimmt. Selbst auf Mitte ist es eigentlich immer noch zu laut. Ich glaube, ich habe sogar 25% oder so übergestraft. Ich glaube es einfach. Ja, wer kommt denn da? Der Erik. Ja. Weißt du, wie du da hinkommst? Jetzt legt er sich auch noch hin. Ja. Ja, warte, dann koppel ich mal meinen Hänger ab und dann zieh ich dich. Das ist ein bisschen... Wird es nicht geben, ohne mit echten Christbaum, weil ich habe so viel schon umgefahren, dass es... Gibt es dann jetzt die Rettungsaktion Erik? Das ist genial. Ich versuche um die Kurve zu fahren und kipp um. Also ETS 2 Like oder so. Ja. Der Frenkel, ne? Ich dachte nur du. Janis, er ist umgefallen. Ja, falls ich noch betonen darf. Ich war an dem einen Unfall nicht schuld. Das war der einzige, an dem du nicht beteiligt warst. So, nimm mal das.
Windenangebot an, Erik. So. Hat er schon.